Ich bin Eckhard, ihr seid bei Ausfahrt TV Hochkant. Das ist ein Cupra Leon ST von Abt mit fetten 370 PS. Und so sieht der Schlüssel aus. Drei Tasten, verriegeln, Kofferraum öffnen, entriegeln und was Besonderes bei Cupra, hinten auch das kupferne Cupra-Emblem. Unser Testwagen, der 2023er Cupra Leon Sports Tourer VZ Cup Abt, trägt die Farbe Nevada Weiß. Die VZ Cup Ausführung ist die sportlichste Ausstattungsvariante beim Cupra Leon Sports Tourer, die sich durch zweifarbige 19 Zoll Alufelgen, breitere Schweller, eine schwarz-matte Abgasanlage und Carbonschalensitze auszeichnet. Unter dem Blechkleid des Kombis aus dem Segment der Mittelklasse steckt ein 2 Liter Vierzylinder Turbobenziner mit einer Leistung von 370 PS, also 272 kW und 450 Newtonmetern. Die Kraftentfaltung erfolgt an alle vier Räder. Den 0-100 Sprint meistert der Leon STVZ mit Abt-Tuning damit in 4,9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h. Die Kraftübertragung erfolgt mittels 7-Gang DSG. Cupra gibt den Leon Sports Tourer VZ Cup Abt mit einem WLTP-Verbrauch von 8,5 Liter auf 100 Kilometer bei einem CO2-Ausstoß von 192 Gramm pro Kilometer an. Der Fahrzeugtank fasst 50 Liter Super Plus. Den Cupra Leon Sports Tourer gibt es als Benziner, als Diesel und als Plug-in-Hybrid. Neben der Version mit Allradantrieb kann man den Leon Sports Tourer in anderen Motorisierungen auch noch mit Frontantrieb bestellen. Er ist 1,80 Meter ohne und 1,99 Meter mit Außenspiegeln breit. In der Ausstattungslinie VZ Cup kommen immer Voll-LED-Scheinwerfer zum Einsatz. Der Leon Sports Tourer VZ ist 4,66 Meter lang, 1,46 Meter hoch und hat einen Radstand von 2,68 Meter. Als VZ Cup steht er immer auf 19 Zoll Alufelgen. Vorn und hinten bremst er mit Brembo Scheibenbremsen. Die Außenspiegel sind bei der Ausstattung VZ Cup in Grau abgesetzt und elektrisch verstell-, anklapp- und beheizbar. An den vorderen Türen verfügt der Cupra Leon Sports Tourer über Keyless Entry. Der Sports Tourer ist die Kombi-Version des Leon Hatchback. Die Rückleuchten sind vollständig in LED-Technik gehalten, verfügen über eine dynamische Blinkrichtungsanzeige und werden beim Ver- und Entriegeln animiert. In den Kofferraum vom 2023er Cupra Leon Sports Tourer VZ Cup Abt passen 470 Liter. Bei umgeklappter Rückbank erhält man ein Ladevolumen von 1450 Liter. Die maximale Zuladung beträgt 516 Kilo, davon dürfen 75 Kilo auf das Dach geladen werden. Die optionale Anhängekupplung hat eine Stützlast von 80 Kilo, die maximale Anhängelast für gebremste Anhänger beträgt 1,7 Tonnen, für ungebremste Anhänger 750 Kilo. Mein Highlight am Exterieur ist ganz klar diese Farbgebung dank Abt-Ausstattung. Mit dem dunklen Kupfer vorne über das Cupra-Emblem hin zum rein weiß hinten steht dem langgestreckten ST echt gut. Du möchtest dir den Cupra Leon lieber gebraucht kaufen? Du willst alle Angebote und nicht nur die aus deiner Nähe bekommen? Und du willst nicht ewig auf dein Auto warten? Kein Problem, bei pkw.de findest du Top-Gebrauchte mit maximal 60.000 Kilometern von geprüften Händlern mit Garantie. Ganz einfach von zu Hause aus am Computer oder in der App nach deinem Wunschauto suchen, ohne lästigen Papierkram bestellen und kostenlos nach Hause liefern lassen. Am besten sofort mit dem Link in der Beschreibung ausprobieren. Ich bin 1,84 groß, der Fahrersitz ist auf mich eingestellt. Ich habe hinter mir selbst noch ausreichend Kniefreiheit. Auch die Füße bekomme ich noch ganz easy unter den Sitz. Ich habe hier hinten elektrische Fensterheber. Die Fenster versenken sich leider nicht komplett. Wir haben hier natürlich einen Einklemmschutz. Der reagiert super empfindlich. Das ist sehr schön. Ich kann die Fenster auch vom Fahrer aus sperren. In die Türtaschen bekomme ich 1 Liter Flaschen rein. Das ist eine 0,5 Liter Flasche. Ich habe hier hinten, das finde ich sehr schön, eine dritte Klimazone und 2 USB-C-Anschlüsse. Außerdem ein Panoramaglasdach. Trotzdem stoße ich noch nicht mit dem Kopf an. Ich kann alle drei Kopfstütze in der Höhe verstellen. Es gibt eine echt üppige Mittelarmlehne, die richtig dick unterschäumt ist, mit 2 großen, einem kleinen Becherhalter. Ich kann das aber auch als Skidurchreiche benutzen. Hier in der Mitte gibt es einen vollwertigen Dreipunktgurt. Dank Allradantrieb haben wir aber einen relativ großen Kardantunnel. Und ich habe hinter dem Fahrer und dem Beifahrersitz Isofix hinter Reißverschlüssen, da fliegen also keine Klappen rum. Und was ich ganz besonders sexy finde, obwohl wir hier diese Carbonschalensitze drin haben, habe ich auch auf dem Beifahrersitz Isofix. Das finde ich richtig cool. Den Innenraum gibt es beim VZ Cup in 2 verschiedenen Varianten, einer schwarzen und einer petrolblauen Farbzusammenstellung. Das Armaturenbrett ist mit einem weichen Werkstoff belegt. Im restlichen Innenraum sehen wir einen angenehmen Mix aus hartem Kunststoff und weichen Oberflächen. Die Sitze sind mit Leder bezogen. Der sportliche Fahrersitz und der Beifahrersitz sind manuell einstellbar. Eine dreistufige Sitzheizung steht auf beiden Vordersitzen zur Verfügung.
Im Cupra Leon Sports Tourer VZ Cup kommt ein mit Leder bezogenes und beheizbares Multifunktionslenkrad inklusive Schaltwippen zum Einsatz. Auf dem Lenkrad befinden sich links Schaltflächen für die Bedienung der Assistenten und rechts für die Mediensteuerung. Zusätzlich gibt es eine Taste für den Fahrmodus. Der Leon Sports Tourer verfügt über ein volldigitales 10,25 Zoll großes Cockpit. Über den zentralen 12 Zoll Touchscreen lassen sich alle sonstigen Funktionen wie Navigation, die Klimaanlage, Soundeinstellungen, das Ambientelicht, die Rückfahrkamera oder drahtloses Apple CarPlay bzw. Android Auto steuern. Die Klimaautomatik verfügt über drei Klimazonen. Das Fahrzeug verfügt über zwei USB-C-Anschlüsse, ein Pad zum induktiven Laden und einen 12-Volt-Anschluss. In die Türtaschen passen 1-Liter Flaschen. Dazu gibt es zwei Becherhalter in der Mittelkonsole und ein mittelgroßes Handschuhfach mit Beleuchtung. Der Durchzug hier im Leon Sports Tourer von Abt ist über jeden Zweifel erhaben. Über zwei Klicks hier am Lenkrad über den Satelliten kurz mal in den Cupra-Modus und dann mit 370 PS und 450 Newtonmetern. Gibt sogar ein bisschen Sound. Hier in Italien können wir das gar nicht auskosten, aber es ist definitiv ausreichend, um fast alle anderen Verkehrsteilnehmer, so den typischen Vertreter Passat zum Beispiel, auf der Autobahn richtig zu ärgern, denn es erwartet ja kaum jemand, dass in so einem Leon Sports Tourer so eine Leistung drin steckt. Auch die Übersicht ist gut, es ist und bleibt ja am Ende ein normaler Leon. In den Spiegeln und auch im zentralen Innenspiegel sehe ich gut, die Scheibe hinten ist groß genug, ich kann das Auto gut einschätzen und mir helfen ja auch solche Sachen wie Park Distance Control. Apropos Park Distance Control, auch die Assistenten sind alle hier vorhanden, die man sich heutzutage so wünscht. Wir haben eine Verkehrszeichenerkennung, die ist für mich immer ganz wichtig. Wir haben einen Spurhalteassistent, der hält das Auto auch schön mittig zwischen den Fahrstreifen. Der Tempomat hält den Abstand zum Vordermann. Es gibt einen Totwinkelassistent, natürlich auch eine Rückfahrkamera und dann selbstverständlich auch solche Sicherheitsfeatures wie Notbremsassistent oder ein Querverkehrsassistent für die Stadt und auch das teilautonome Ein- und Ausparken beherrscht der Leon natürlich auch als Abt. Geschaltet wird hier mittels 7-Gang DSG. Das ist vollkommen unauffällig. Es gibt keinen Rucken. Auch wenn ich zum Beispiel an die Ampel ranrolle und das Auto in der Start-Stopp-Automatik aus- oder angeht, ruckt hier nichts. Das ist sehr angenehm gemacht. Genauso sollte das auch sein. Zum Verbrauch kann ich euch hier jetzt überhaupt nichts sagen. Angegeben ist er mit knapp unter 8 Litern laut WLTP. Ich kann deshalb nichts sagen, weil wir hier auf dieser Fahrveranstaltung nur ganz kurze Strecken fahren und das Auto auch zum Beispiel viel rumsteht. Das verfälscht den Wert immer enorm. Ich schätze das aber so ein, dass so 7 bis 9 Liter doch tatsächlich auch realistisch sind. Kommen wir nochmal zum Punkt Geräuschniveau hier drin. Man ist mit dem Auto ja durchaus mal ein bisschen schneller unterwegs. In Italien darfst du maximal 130 fahren. Dabei kann man auf jeden Fall noch ganz easy telefonieren. Ich traue dem Auto das auch noch bis 140 zu. Ab 150, 160 würde ich fürs Telefonieren gefühlt schon so ein klein wenig langsamer fahren. Unterhalten ist aber kein Problem. Eine Besonderheit beim Fahrkomfort gibt es hier in der Sonderausstattung von Abt. Hier sind nämlich Abt Sportfedern drin, damit steht das Auto ein bisschen tiefer und knackiger auf der Straße. Darunter leidet auch ein ganz kleines bisschen der Fahrkomfort, aber wenn man das Auto von außen sieht, wie tief der tatsächlich ist, habe ich eigentlich erwartet, dass er noch härter ist. Ich finde, es ist nicht unkomfortabel und ich kann mir hier auch in den Fahrmodi die Fahrwerkshärte einstellen. Zur Verfügung stehen da Drive Profile Sport, alles über den Satelliten am Lenkrad, Cupra, dann ein Individualmodus und der Fahrmodus Komfort. Und apropos Komfort, nochmal kurz zu den Sitzen, denn die sind echt was Besonderes. Dank der Cup-Version des Leon haben wir ja hier die Supersportschalensitze drin. Ich finde, die sind nicht unbequem und bieten trotzdem einen extrem guten Seitenhalt, aber wenn du vielleicht ein bisschen wohlgenährter bist und einen noch etwas ausladenderen Hintern hast als ich, dann sei dir gesagt, probier das vorher mal aus, denn man kann die Weite der Sitzwangen nicht verstellen, die sind fest. Wenn du da drin aber gut sitzt, dann sind die auch durchaus langstreckentauglich. Für den Cupra Leon Sports Tourer mit der Leistungssteigerung von Abt sind mindestens 51.000 Euro fällig. Der Testwagen, den ich euch heute vorstellen durfte, kostet rund 64.000 Euro. Dafür gibt es aber auch 370 PS. Jetzt ist eure Meinung gefragt. Sagt sie uns super gerne hier direkt unter dem Video in den Kommentaren zum, um den Namen nochmal zu nennen, Cupra Leon ST VZ Cup Abt mit 370 PS, würde mich wirklich interessieren. Und wenn ihr den Kanal abonniert, auf die Glocke drückt und den Daumen nach oben drückt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt bleibt mir nur noch die Verabschiedung und ich sage wie immer, bleibt in Fahrt, euer Eckart.